If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just, ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem recht spontanen Stallgeflüster. Heute deswegen direkt mal die Postfolge, das Stallgeflüster und dann noch die Update-News. Ich fand das jetzt aber wichtig, das Thema mal anzusprechen. Und zwar möchte ich heute darüber reden, wie man ja jetzt momentan den silbernen Fuchs bekommt. Und hier kurz noch das winterliche Set auf Cookie-Star, weil ich da mal nachgefragt wurde, ob ich das nicht auch mal auf dem Connemara Buckskin zeigen kann. Ich finde es auch auf ihm sehr, sehr hübsch. Mir gefällt es tatsächlich auf Chefi fast einen Ticken besser, aber auch ihm steht es sehr, sehr gut. Also ich mag das diesjährige Weihnachts-Winter-Set unheimlich gerne. So, ja, der silbergraue Fuchs ist jetzt reingekommen ins Spiel. Ich bin ja noch nicht so weit von der Story-Quest, dass ich mir den rötlichen Fuchs bei Kit kaufen könnte in Mistfall. Da brauche ich ja noch ein bisschen. Ich habe aber sehr wohl schon mitbekommen, dass er 450 Starcoins kostet, was ich eigentlich wirklich ziemlich teuer finde. Und ich hadere noch mit mir. Ich weiß noch nicht, ob ich mir den holen werde, weil ich das schon sehr teuer finde. Auf der anderen Seite ist er einfach sehr detailliert und sehr schön gearbeitet und sieht unheimlich knuffig aus. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich hatte eigentlich gesagt, okay, ich warte ab, bis der Silbergraue ins Spiel kommt. Und dann entscheide ich mich. Ja, und dann kam gestern der große Paukenschlag. Letztes Wochenende war ja Doppel-Starcoins-Wochenende. Jetzt gibt es ein erneutes Angebot für Starcoins, aber keins, dass man mehr Starcoins bekommt. Man bekommt jetzt ab einem gewissen Betrag den Fuchs dazu. Und zwar gibt es in den Packs ab 50 Euro, also die Packs für 50 Euro für, oh Gott, was waren das denn nochmal für andere Preise? Der teuerste ist 80 Euro für 10.000 Starcoins. Auf jeden Fall in den drei größten Packs gibt es nun den silbergrauen Fuchs gratis dazu. Das finde ich aber wirklich überhaupt nicht gut. Denn wie gesagt, zum einen war letztes Wochenende erst Doppel-Starcoins-Wochenende. Und normalerweise kauft man sich in aller Regel an diesem Wochenende dann die Starcoins, weil man da halt eben die doppelte Menge bekommt. Völlig klar. Und die meisten werden sich dann wahrscheinlich letztes Wochenende schon Starcoins gekauft haben und werden jetzt dann nicht schon wieder 50 Euro Minimum ausgeben wollen für den Fuchs. Das ist der eine Punkt. Zum anderen finde ich es nicht gut, dass in einem Spiel, was für Jüngere ist, man muss ja auch die Zielgruppe beachten, so ein Angebot gemacht wird. Natürlich haben diese Angebote, dass man, was weiß ich, kaufe die und die Paywährung, bekomme das und das dazu, haben natürlich viele MMOs. Das stimmt auf jeden Fall. Aber die haben in aller Regel eben auch einfach eine andere Zielgruppe. Klar wird Star Stable auch von vielen Jugendlichen gespielt oder auch Erwachsenen, aber es ist halt nicht die Hauptzielgruppe, an die sich das Spiel richtet. Die Hauptzielgruppe sind kleine Kinder, die jetzt mit Sicherheit, wenn sie das Angebot gesehen haben, sagen werden, oh Mama, Papa, bitte, bitte 50 Euro für Starcoins. Ich will unbedingt diesen Fuchs haben. Bitte, bitte kauft mir den, was ich durchaus verstehen kann. Ich hätte als Kindlein, glaube ich, nicht anders agiert. Und jetzt gerade zu Weihnachten ist das auch ein irgendwie den Eltern gegenüber dreister Schachzug, weil ich glaube, als Elternteil ist man zu Weihnachten sowieso schon genervt. Und wenn dann noch sowas kommt und man vielleicht gerade die Geschenke zusammen hat und man ist froh, dass man alles hat und denkt, oh, da freut sich das Kind drüber und oh, wir haben alles und happy und super und dann kommt sowas und dann sagt man womöglich, was ja verständlich ist, oh, 50 Euro nochmal oben drauf, sorry, das ist einfach nicht drin, dann ist das Kind womöglich auch traurig und dann sind die anderen Geschenke haben dann vielleicht auch nicht mehr so den Wert, den sie eigentlich gehabt hätten, weil man dann halt so wegen der Enttäuschung darüber, dass es keinen Fuchs gibt. Ich hätte es zum Beispiel fairer gefunden, dass wenn man das so macht, dass man ihn exklusiv über einen Starcoins-Kauf bekommt, dass man ihn dann halt auch wirklich schon ab der kleinsten Menge bekommt. Weil das ist mal eher drin. Ich weiß gerade gar nicht, wie teuer, also nicht die ganz, ganz winzig kleinen Handymengen, sondern halt die, die man über die Homepage kauft.
Ich glaube, da sind 10 Euro die kleinste Menge. Das hätte ich noch okay gefunden. Den aber erst ab 50 Euro reinzupacken, finde ich nicht okay. Und was dann der nächste Punkt ist, den ich nicht okay finde, ist, dass das nur 8 Tage hält. Wir können nämlich das Ganze nur bis zum 28. machen, beziehungsweise, ja gut, heute ist der 19., sagen wir 9 Tage. Bis zum 28. um 16 Uhr gilt das Angebot nämlich nur. Das heißt, man ist jetzt sogar auch noch gezwungen, dass man sich schnell entscheidet und man wird zu einer Entscheidung gedrängt. Weil wir wissen ja aktuell noch nicht, kommt der silbergraue Fuchs, oder ja, er ist ja fast schwarz, kommt der Fuchs auch noch auf anderem Wege ins Spiel? Oder ist er jetzt halt wirklich nur exklusiv für Starcoins-Käufe verfügbar? Kommt er vielleicht irgendwann nochmal bei Starcoins-Käufen dazu? Das wissen wir ja alles nicht. Und deswegen dann so eine recht kurze Zeitspanne auch zu setzen, ist der nächste Punkt, den ich da wirklich kritisieren möchte und muss. Irgendwas leckt hier gerade bei mir, Verzeihung. Das ist mir so ein Punkt, wo ich sage, Star Stable, nicht gut. Das ist nicht nett. Ihr seid auch gerade Kindern gegenüber, denen macht man jetzt die Zähne lang. Die Eltern sind in aller Regel auch nicht Krösus. Die sind happy, wenn sie die Weihnachtsgeschenke jetzt zusammen haben. Und dann sowas rauszuhauen, nachdem letztes Wochenende Doppel-Starcoins-Wochenende war, finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay. Muss ich, wie gesagt, ganz offen und ehrlich sagen. Ich habe gestern schon auf Facebook geschrieben, dass ich es dann tatsächlich besser finden würde, dass Star Stable für gewisse Pets quasi so eine Art Ingame-Shop einführt, die man gar nicht anders bekommt. Sie sagen, was weiß ich, wir führen Pets ein, die man nicht für Starcoins kaufen kann, weil die kann man sich ja auch ersparen, sondern wir machen Pets, für die man definitiv nochmal extra zahlen muss. Und was weiß ich, man verlangt pro Pet 5 Euro oder sowas. Das ist aber mal eher drin und wenn das dann vor allen Dingen dauerhaft im Spiel ist, kann man ja auch sagen, okay, dass dann die Eltern sagen, hart, wenn du eine gute Note schreibst, dann kriegst du das Pet. Ja? Dann hat man einfach die Zeit, sich da ein bisschen drum, man muss sich nicht abhetzen mit der Entscheidung. Und 5 Euro, jetzt als Beispiel, wären halt was anderes, als mal eben 50 Euro auszugeben, um diesen Fuchs zu bekommen. Wie gesagt, man hat ja nur diese 9 Tage Zeit, sich zu entscheiden. Ich habe mich entschieden. Und zwar werde ich definitiv dann den schwarzen Fuchs nicht holen. Denn zum einen habe ich mir letztens bei einem Doppel-Starcoins-Wochenende, nämlich beim vorletzten, habe ich mir nochmal Doppel-Starcoins gekauft. Und zum anderen hätte ich mir so oder so dieses Paket nicht gekauft, weil ich einfach sage, ich finde 50 Euro für 5000 Starcoins finde ich ganz klar zu teuer. Das möchte ich nicht ausgeben und ich bin erwachsen, ich verdiene mein eigenes Geld. Da ist es nochmal leichter machbar, aber da sage ich einfach aus Prinzip, nee, das ist mir zu teuer, da warte ich eben lieber auf die Doppel-Starcoins und kriege dann für 50 Euro 10.000 Starcoins. Das ist es mir dann tatsächlich der Fuchs nicht wert, egal wie süß er auch sein mag. Aber da bin ich dann doch so, dass ich sage, okay, ja, ich gebe tatsächlich sehr viel aus für Star Stable, wo viele auch mit Sicherheit die Hände über dem Kopf zusammenschlagen werden und sagen würden, du bist doch bescheuert, für so ein paar bunte Pixel gibst du so einen Haufen Geld aus. Aber das mache ich im Endeffekt gerne, weil ich das Spiel ja auch gerne spiele. Aber meine Finanzierungsfreude und meine Bereitschaft, Geld in ein Spiel zu stecken, nicht nur Star Stable, sondern generell Spiele, hat halt auch immer irgendwie irgendwo seine Grenzen und ich entscheide dann eben auch nach Sinn und Zweckmäßigkeit. Und da finde ich einfach, da sehe ich den Sinn nicht so ganz dahinter, dass man quasi 5000 Starcoins für den Fuchs bezahlt. Im Endeffekt. Weil irgendwie leckt es gerade extrem bei mir. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht macht mein PC gerade irgendwas im Hintergrund. Ich bitte, das zu entschuldigen. Was zur Hölle ist da los? Na gut. Gut, dass ich jetzt eh gleich fertig bin. Das ist einfach ein Punkt, den man ja auch berücksichtigen muss. Wie gesagt, wenn man jetzt beim Doppel-Starcoins-Wochenende 50 Euro ausgibt, bekommt man 10.000. Wenn man jetzt den Fuchs unbedingt haben will, bekommt man nur 5.000 fürs selbe Geld.
Das heißt, wie gesagt, im Endeffekt kostet einen, jetzt mal übertrieben gesagt, kostet einen der Fuchs 5000 Starcoins. Und ich dachte, 450 für den rötlichen Fuchs wären viel. Ja, also finde ich nicht gut. Ich habe gestern auf Facebook schon geschrieben, dafür, für dieses Angebot gibt es für mich definitiv einen Daumen runter. Ich finde es nicht gut, aber schreibt ihr mir doch mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir bitte auch wirklich eure ehrliche Meinung. Vielleicht sagt ihr auch, mein Gott, stell dich nicht so an, ist doch alles okay. Ich bin einfach mal gespannt. Ich bin ja selber immer ein Vertreter der Meinung, das Spiel muss sich finanzieren. Ich finde auch den Lifetime Star Rider Preis finde ich absolut angemessen und sogar sehr günstig. Aber es gibt einfach so gewisse Angebote, wo ich einfach sage, das passt nicht, wenn man die Zielgruppe betrachtet. Das ist einfach der Punkt, den ich da kritisiere. Und ja, ich bin gespannt auf eure Meinung. Dazu dieses kurze, spontane Stallgeflüster. Und dann hören wir uns nachher noch in den News zum Update. Ich bin mal gespannt, ob eventuell direkt was Neues in Mistfall reinkommt. Lasst uns überraschen. Danke fürs Zuschauen und auch schon mal danke im Voraus für eure Meinung in den Kommentaren. Bis dahin. Tschüss.